Hallo zusammen zum neuen Video. Das Thema vom heutigen Video ist, wie sondiere ich den Nagelfalz? Wer meine Videos schon angeschaut hat, der weiß, dass ich schon das ein oder andere Video zum Thema Nagelbearbeitung gemacht habe. Ich habe aber ein paar Mal den Wunsch geäußert bekommen, ob ich nicht ein Video machen kann, wie man den Nagelfalz und auch den freien Nagelrand richtig sondiert. Und genau das machen wir heute. Wir sondieren jetzt den Nagelfalz und den freien Nagelrand vom großen Zeh. Dazu nehmen wir den Exkavator. Der ist so geformt, also sieht ein bisschen aus wie so eine Schaufel. Und damit kann man auch den Nagel hier ganz gut anheben und dann einfach auch damit im Nagelfalz durchfahren. Bitte auch immer nur so rum benutzen, dass ihr den Nagel anheben könnt. Also nicht andersrum, sonst kann es sein, dass man hier einfach vielleicht eine Verletzung setzt im Nagelfalz. Und das sollte nicht sein. Deswegen immer so benutzen, das wie eine Schaufel, dass diese Spitze praktisch nach oben zeigt. Ich fange jetzt an, hier auf der medialen Seite einmal durchzufahren und gucke, ob ich überall durchkomme. Also ich komme hier überall durch, sehe, aber es ist hier Hornhaut drin. Und die entfernen wir dann auch gleich. Also hier komme ich überall durch. Das gleiche probiere ich auf der nächsten Seite. Hier merke ich, da ist eine kleine Spitze. Also das würde ich jetzt nochmal korrigieren. Dazu nehme ich die Eckenzange und schneide nochmal ein kleines Stück seitlich vom Nagel ab, damit diese Spitze nicht mehr vorhanden ist. Nun fahre ich nochmal durch und guck, ob ich jetzt durchkomme. Das ist auch der Fall. Und dann geht es weiter mit dem freien Nagelrand hier vorne. Hier kann ich dann mit dem Exkavator einfach Verunreinigungen entfernen, beziehungsweise in diesem Fall sind es auch noch Ablagerungen von toten Hautschüppchen. Die kriegt man nämlich immer ganz gut raus, wenn die Füße dann aufgeweicht sind mit dem Desinfektionsmittel und auch mit Hornhautweicher, dann kommen ganz gut diese kleinen toten Hautschüppchen bzw. sonstige Ablagerungen dann mit dem Exkavator raus. Jetzt haben wir aber beim Durchfahren gesehen, dass hier Hornhaut im Nagelfalz ist. Das war jetzt hier auf der Seite auch ein bisschen, aber hier viel stärker. Und das Ganze sprühen wir jetzt erstmal ein mit Hornhautweicher, lassen das kurz einwirken und dann können wir die Hornhaut auch entfernen. 1:37 später. Nachdem der Hornhautweicher jetzt circa 2 Minuten eingewirkt ist, fahren wir jetzt nochmal mit dem Exkavator durch und können dann auch vorhandene Hornhaut viel leichter entfernen. Also man sieht hier, ich fahre jetzt auch nochmal in die andere Richtung durch, die Hornhaut hier wurde jetzt richtig gut aufgeweicht und lässt sich jetzt viel, viel besser entfernen. Das Ganze kann man natürlich wiederholen. Also wenn man jetzt die oberste Schicht Hornhaut entfernt hat, dann kann es sein, dass drunter einfach nochmal eine Schicht ist und das kann man einfach auch nochmal einwirken lassen. Würde ich jetzt hier in diesem Fall machen lassen. Und dann gehe ich jetzt auf die andere Seite. Und auch hier kriegt ihr die Hornhaut ganz gut weg mit dem Exkavator. Ich sprühe jetzt diese mediale Seite hier nochmal mit Hornhautweicher ein und entferne dann noch den letzten Rest der Hornhaut. So, hier ist hier unten jetzt noch etwas drin. Dafür nehme ich jetzt die Hautzange. Und jetzt fahre ich noch einmal durch und gucke, ob alles entfernt ist. Der erste Zeh ist fertig und das gleiche zeige ich euch jetzt noch am anderen großen Zeh.
Jetzt ist auch der zweite große Zeh sondiert. So macht man das bei der Nagelbehandlung am Schluss immer bei allen insgesamt 10 Zehen. Und wie ihr seht, ist das Sondieren sehr, sehr wichtig, weil nur wenn ihr hier im Nagel, falls unterm Nagel entlang fahrt, dann könnt ihr auch sehen, ob ihr hier mühelos durchkommt oder ob irgendwo noch störende Ecken oder Kanten vorhanden sind oder ob vielleicht der Nagel irgendwo eingerissen ist, weil all das kann nachher Probleme und auch Entzündungen im Nagelfalz verursachen. Außerdem habt ihr gesehen, dass man mit dem Exkavator, also durch das Sondieren, den Nagelfalz reinigen kann. Ihr könnt den freien Nagelrand vorne reinigen und ihr entdeckt auch störende Hornhaut und könnt diese entfernen. Auch wenn Hühneraugen im Nagelfalz vorhanden sind, das kann nämlich auch sein, die entdeckt ihr auch durch das Sondieren. Und deswegen gehört wirklich das Sondieren vom Nagelfalz zu jeder Nagelbehandlung dazu, sollte also auf gar keinen Fall vergessen werden. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's jetzt auch. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und die Instrumente, also sowohl den Exkavator als auch den Hornhautweicher, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, damit ihr auch wisst, wo ihr das erhalten könnt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Tschüss!